Da bin ich wieder. Willkommen zurück, meine Mäuschen und Mäuserichs und überhaupt auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder hier Unboxing. Ja, Mann, das ist hier wieder ein Deutsch. Es tut mir leid, aber ich komme von Arbeit, bin müde und ist keine Entschuldigung, aber die Wahrheit. Meine Little Box ist angekommen. Super schwer. Und ja, ich bin gespannt, was drin ist. Wir machen sie jetzt mal gemeinsam auf. Ich hoffe auch ein bisschen auf dekorative Kosmetik. Hoffe ich irgendwie immer jeden Monat. Ja, bei der Glossy Box hatte ich ja schon sehr viel Glück. Und schauen wir mal. Das ist ja geil. Ja, ich habe schon irgendwo so ein bisschen was gesehen. My Little Garden. Ach nein, wie süß. Und deswegen liebe ich die My Little Box. Ich liebe sie. You Grow Girl. Oh, guck mal, ich habe sogar zwei Karten hier drin. Doppelt hält besser, ne? Vielleicht wissen die immer, dass ich Karten schreibe, wenn einer gewonnen hat bei mir. Ja, You Grow Girl. Geil. Zwei Karten. Dankeschön. Dann, ach Gott, nee, Leute, das ist so schön. Ich liebe das. Meine Little Box ist so, ach mein Gott, ey. Grüne, also wir packen das jetzt erstmal aus hier. Ach mein Gott, Leute. Ist das geil. Guckt mal, was hier drin war. Eine Klappbox. So quasi für einen Garten. Da kannst du Unkraut mit jedem. Ja, nicht viel, aber ist das süß oder was? Sie lässt sich auch eigentlich normalerweise wieder einklappen. Eigentlich. Aber ich kann die so gut gebrauchen. Hier alleine schon in meinem Zimmer, ne? Ich finde das so gut. Da kannst du so tolle Sachen, auch Haargummis und so reintun. Eine mega geile Idee. Und besser wie irgendwie jetzt wieder eine Tasche. Wir haben ja auch schon 3 Millionen Taschen. Und ich finde es geil. Ich finde es absolut geil. Also Daumen hoch für diese Idee. Ganz toll. So, ihr habt ja gerade die Karten schon gesehen. Dann habe ich hier nämlich noch was drin. Grüne Delikatessen und Tipps für deine Küche. Also Estragon, besonders Dill. Oh, ich liebe Dill. Petersilie, Schnittlauch, Basilikum, Salbei. Oh, ich mag kein Salbei. Thymian muss für mich an jeden Schweinsbraten. Und Minze. Okay, da haben wir hier drin Spaß mit Kräutern. Oh, guck mal. Guck mal, wie eine Kräuterbutter selber maß, geschmorter Chicorée, also so quasi ein kleines Rezeptbuch und ja, wie man, genau, du träumst von einem Minigarten für deine Kräuter, verwandle deine Stiege aus der Box, lege das Innere mit einer kleinen Plastiktüte aus, ne? Befüll sie mit Blumenerde und stecke Basilikum oder Petersiliensamen hinein, denn diese keimen schnell. Das ist auch eine geile Idee, ne? Finde ich mega gut. Mega geil. Also muss ich echt sagen, spitze. Dann haben wir jetzt hier drin, oh, für den nächsten Monat, da wollen wir ja hier noch nicht spicken, eine Facemaske. Ja, läuft. Detox, Vitamin C Facemask, erfrischende Tuchmaske für einen strahlenden Ton. Kommt in eine Maskenwoche von mir, ne? Finde ich richtig geil. Und die fühlt sich auch gut getränkt an. Ja. Die Boxen diesen Monat, na, mega. So, dann haben wir hier noch ein großes Shampoo. Wir hatten ja schon in der Glossy Box ein von Rituals Duschschaum. Dann haben wir hier Intense Moisture Shampoo Wild Lemongrass mit Aloe Vera und Lemongrass Extrakt. Finde ich ganz toll. Das ist, was steht denn da? Alles hier wieder auf Englisch. Vegan. 99% Natural Origin. Wir riechen jetzt daran. Oh, das riecht gut. Es riecht sehr grün. Es riecht sehr frisch. Es riecht sehr... Ach, das magst du, wenn du so vom Sonnenbaden wieder kommst oder so. Ah, toll, toll. Da freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Super! Das ist klasse. So, ich habe hier noch ein Säckelchen. Und ich habe mir noch dies. Und wir machen jetzt erstmal ja, das hier auf. Und das ist nämlich ein Wasserbehälter für deine Pflanzen und Ideen. Ach Gott. Saatgut, Handschuhe, Werkzeug, Wasser. Die Pflege deiner Pflanzen ist fordernd. Aber das ist noch lange kein Grund, sich selbst zu vernachlässigen. Mach eine Pause, streck dich und trink auch etwas Wasser.
Okay, diese 300 ml Wasserflasche kann per Hand gewaschen werden. Vor dem ersten Gebrauch solltest du sie mit warmem Wasser und Seife auswaschen. Ja, klar. Spült ja. Na, also, mal gucken. Gut eingepackt in Zellophan. Also in Knister. Na, guck mal. Die, ach, das sind so kleine Sachen, die ich liebe. Ne? Diese Knisterfolie hat Herzen. Oh mein Gott, ist das süß. Toll. Oh, guck mal. Schön, ne? Und in diesem Grün. Ja, steht noch mal Little Box drauf. Ja, also perfekt für die Arbeit. Das ist ein Nipsi. Kannst natürlich abmachen, wenn du das spülst, ne? Ist natürlich ganz klar. Muss man gucken. Ja, kriegt man auch gleich wieder dran. Finde ich super. Also wirklich klasse für die Arbeit. Super. Das ist für mich, also, ne, ich gehe ja quasi 3 Stunden am Tag arbeiten, für mich die perfekte Größe, um Getränk mitzunehmen. Ja. Finde ich geil. Ja. Das ist eine Box. So. Und wir haben hier noch ein Säckelchen mit 2 Sachen drin. Ich finde ja die Säckchen immer ganz süß. Die werden immer weiter gebraucht. So, haben wir dekorative Kosmetik. Wir haben Origins Checks and Balance. Ein Face Wash. Ausgleichender Reinigungsschaum. Na, das ist doch mal gut. Ein Reinigungsschaum. Da bin ich ja immer für zusammen. Da bin ich ja auch gespannt, wie der so ist. So ein kleines Tübchen von 30 ml kriegt man dann natürlich auch mal leer. Und zu guter Letzt, was haben wir hier? Von Torre de Mars. Mein Gott, ich glaube, ich brauche mal eine Brille. Was ist denn das? Was bist du denn? Ja. Contour Devant Variance Rond Eye Contour. Eye Contour? Ist das eine Augencreme? Das riecht aber nicht so gut. Wo ist mein Handy? Wir googeln jetzt. Dr. Google. So, wir googeln jetzt. Wir können ja alles herausfinden, ne? Terre. Ich habe eingegeben. Hallo, aufhören. Terre de Mars. Ah, guck mal, 016. Da gibt es nämlich Nymakes und dann eine Augenkontur. Ich denke, es ist eine Augenkontur. Oh, 15 ml. Ich habe 14,99 kosten 10 ml. Also sind wir so bei 18 Euro oder sowas. Okay, Augencreme. Gut. Eine Augencreme. So. Eine Augencreme. Ja. Sieht deine Haut müde und farblos aus? Bist du häufig? Ja, bin ich. Glättende und straffende Augenkonturcreme mit recyceltem Kaffeeöl. Ah, deswegen der Geruch. Okay. Ist reich an Antioxidantien und Linolsäuren und schützt deine Haut somit vor Umwelteinflüssen, die deine Haut nicht braucht. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Also eine Augencreme. Ja, das ist halt sehr grün diesen Monat, ne? Und was erwartet uns der nächste Monat? Also wir haben ja auch noch das Deckelchen dabei. Ich finde, das zählt auch immer mit, ne? Was haben wir nächsten Monat? Nächsten Monat Mai. Du alter Poser. Egozentrisch, eingebildet und wunderschön. Tu nicht so, als ob du es nicht ganz genau wüsstest. Oh. Die Maibox wird dich überraschen. Dreh die Karte um und erfahre mehr. Ah! Hier steht drauf, mein Little Box mit Estée Lauder. Und die war voriges Jahr schon so geil. Die Maibox. Gibt dir das Recht, all das zu tun, wovor Muttern immer gewarnt hat?
Sich selbst in den Vordergrund stellen, dein eigenes Wohlbefinden über alles andere stellen, Wellen schlagen und Bomben platzen lassen. Estee Lauder und My Little Box schicken dir eine Box voller Self-Empowerment und drei formidable Pflegeprodukte, um endlich deine innere Ikone zu entfesseln. Du kannst es kaum erwarten, uns geht's genauso. Yes, ich bin gespannt. Hatten wir voriges Jahr, glaube ich, auch ein Lippi da drin und Lidschatten. Ja. Das ist die Gier. Die Gier bei Estee Lauder. Alter Vater. Ja, meine Lieben, das war die mein Little Box für den Monat April. Kein April-Scherz. Eine geile, für mich persönlich eine unheimlich geile Box. Ich finde das toll. Es ist nur was anderes als eine Tasche, ne? Die wir ja auch 3 Millionen Mal haben. Diese für mich perfekte Größe für die Arbeit, ne? Für 3 Stunden reicht das allemal. Ist ja, denn es ist Hochsommer, da reicht das nicht. Da muss ich eine große Bulle mitnehmen. Aber auch die Maske, gut, habe ich ein Highlight. Für mich das Highlight, ganz ehrlich, für mich das Highlight dieser Box, weil es was anderes ist, ist das Körbchen. Ich finde es einfach mega geil. Und ein No-Go habe ich überhaupt nicht. Ich finde es eine richtig von vorne bis hinten gelungene Box diesen Monat. Genau schon wie die Glossy Box und die Pink Box. Also meine Boxen diesen Monat waren der Knaller. Ich kann mich nicht beschweren. Ich finde es super. Deswegen, also ich muss immer sagen, mir reichen 3 Abo-Boxen im Abo völlig aus. Weil sonst bist du auch übergesättigt von den ganzen Produkten. Man weiß ja nicht, wie man sie gebrauchen soll, ne? Aber ganz toll und dafür liebe ich die My Little Box. Sie hat mich einfach damals so angesprochen, als die liebe Claudi von Claudis Welt die vorgestellt hat und immer wieder vorgestellt hat. Und habe ich gesagt, die musst du einfach im Abo haben, weil sie dich so anspricht, weil sie außergewöhnlich ist immer. Und wir freuen uns auch nächsten Monat auf Estee Lauder, meine Lieben. So. Das war die My Little Box und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns natürlich morgen wieder. Also, macht's gut. Tschüss.